Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst am Sonntag Judica, dem fünften Sonntag der Passionszeit. Judica heißt, schaffe mir Recht. Das geht zurück auf den 43. Psalm, den ein Mensch betet, der in großer Bedrängnis war. Überhaupt wird es heute das Thema sein. Wir hören von Hiob, der leiden muss. Wir hören von Jesus, der sein Leben hingibt für viele. So heißt es im Wochenspruch. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Eigentlich wollten wir heute Präsenzgottesdienst feiern in unserer frisch renovierten Havetofter Kirche, aber leider ist mir Corona dazwischen geraten. Ich hatte Kontakt mit jemandem, der positiv getestet worden ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit habe ich mir nichts eingefangen. Wir hatten beide Masken auf, wir hatten Abstand, aber wir wollen nichts riskieren. In diesen Zeiten kann man gar nicht vorsichtig genug sein. So bin ich also jetzt alleine in der Kirche und freue mich, dass ihr übers Internet zuschaut. Lasst uns singen ein Passionslied aus Thesee. Des 43. Psalms in einer Übertragung von Volker Manthey. Entscheide dich, Gott, übernimm meine Verteidigung gegen alle Unaufrichtigkeit. Vor Hinterhalt und Niedertracht bring mich in Sicherheit. Du kannst das, du allein. Also, worauf wartest du noch? Bin ich dir etwa egal? Siehst du etwa nicht, was mit mir los ist? Lass endlich die Sonne scheinen über meinem Weg, damit ich dich wieder sehen kann,
damit ich zu dir zurückfinde und endlich bei dir bleiben kann. Da will ich sein, wo du bist, wo der ist, der mich begeistert, der mein Herz hüpfen lässt, der mir Lieder auf die Lippen gibt, und das bist du, mein Gott. Ach, meine Seele, merkst du es gar nicht? Was suchst du denn bloß? Warte, bis er kommt. Dann wirst du erleben, was geschieht, wenn er dir nahe ist, dein Gott. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist in unsere Welt gekommen, um für uns zu leiden und zu sterben. Du willst uns dienen und uns Vergebung der Sünden und das ewige Leben schenken. Dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, sende uns den Heiligen Geist, damit diese Botschaft nicht nur unsere Ohren, sondern auch unser Herz erreicht. Du bist unser Gott. Hochgelobt seist du von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium des heutigen Sonntages Judica steht bei Markus im 10. Kapitel. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Zwischen Himmel und Erde, ein weiteres Passionslied. Und doch sind wir noch hier.
mich Himmel und Erde trifft in dir. Auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg. Und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Der für heute vorgesehene Predigttext steht im Buch Hiob im 19. Kapitel. Das Buch Hiob ist verstörend. Es berichtet von einem frommen, von einem gottesfürchtigen Mann, der unsagbar leiden muss. Alles wird ihm genommen. Sein Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit. Innerhalb kürzester Zeit zerbricht sein ganzes Leben. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen erreicht ihn. Und jetzt sitzt er da in einem Aschehaufen und kratzt mit einer Scherbe seine juckenden Geschwüre. Seine Freunde hören davon, sie besuchen ihn, sie lassen ihn nicht allein. Sie setzen sich zu ihm, schweigen mit ihm eine Weile, aber dann geht es los. Das Buch Hiob besteht aus endlosen Reden, die seine Freunde halten, und aus den Antwortreden des Hiob. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Buch Hiob ein antikes Theaterstück ist. Dafür spricht neben den ausgefeilten Reden, dass anders als sonst in den biblischen Büchern keine Zeit angegeben wird, in der Hiob gelebt hätte. Sonst heißt das ja immer, im so und so vielten Regierungsjahr des und des Königs begab es sich. Das ist hier nicht. Und auch das Land, in dem Hiob gelebt hat, das Land Uz, kennt keiner, kommt nie wieder vor. Inhaltlich gibt es viele Wiederholungen.
Die Freunde bringen in immer neuen Wendungen ständig das gleiche Argument. Gott ist gerecht, er macht keine Fehler, also folglich, wenn du leiden musst, hast bestimmt du auch gesündigt. Also tue Buße und alles wird wieder gut. Und Hiob wehrt sich dagegen und sagt, nein, ihr kennt mich doch. Ich habe nichts verbrochen, ich bin unschuldig. Ach was, keiner ist unschuldig. Willst du denn behaupten, Gott sei ungerecht? Antworten die Freunde. Ja, ja, sagt Hiob, ich habe es nicht verdient, so zu leiden. Haltet doch wenigstens ihr zu mir. Hiob klagt, ich lese jetzt aus Hiob 19. Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Man spürt die Verzweiflung dieses Mannes. Gott hat sich gegen ihn gewandt. Sein Leben liegt in Trümmern und nun muss er sich auch noch vor seinen Freunden rechtfertigen, die seine Schmerzen nicht mittragen können und sich darum in fromme Floskeln flüchten. Gott ist nicht ungerecht, also musst du es sein. Eigentlich geht es ihnen nicht wirklich um Hiob, sondern es ist ihr eigener Glaube, der da ins Wanken gerät und den sie zu schützen versuchen. Aber eins lehrt uns die Bibel, Gott ist souverän. Wir können seine Pläne nicht verstehen. Und wenn wir an allzu einfachen Erklärungen festhalten, dann haben wir es nicht mehr mit dem lebendigen Gott zu tun, sondern mit einem selbsterdachten Abziehbildchen von ihm. Meister, wer hat gesündigt, dieser Blinde da oder seine Eltern? So fragen die Jünger Jesu, als sie einem Blindgeborenen begegnen. Auf die Antwort, die Jesus ihnen gibt, wären sie im Leben nicht gekommen. Weder noch, sagt er, sondern dieser Mensch soll die Ehre haben, dass Gottes Werke an ihm sichtbar werden. Und dann heilt er ihn und bringt damit den Hohen Rat in ernsthafte Schwierigkeiten, denn diesen Blinden hat ja jeder gekannt und darum konnte niemand das Wunder leugnen. Hiob war ein frommer Mann. Er hat mit Gott gelebt, er hat sich an seine Gebote gehalten, er hat Opfer gebracht, das volle Programm. Und für ihn ist völlig klar, diese, wir würden sagen, Schicksalsschläge, die ihn da getroffen haben, das sind keine Zufälle. Da ist Gott am Werk, da muss Gott am Werk sein. Aber warum? Warum? So sehr er sich auch das Hirn zermartert, er kann keine Lösung finden. Dem Leser oder Zuschauer, wenn es denn ein Theaterstück ist, wird es allerdings gleich am Anfang verraten. Und es ist eine Ungeheuerlichkeit. Da wird nämlich erzählt, dass Gott und der Satan eine Wette am Laufen haben. Es geht darum, wie echt der Glaube Hiobs ist. Der Teufel führt scheinbar Gott selbst in Versuchung und sagt, na klar, glaubt Hiob an dich. Das geht ihm ja auch gut. Aber was, wenn es ihm nicht mehr gut geht? Jede Wette, dass er sich dann von dir abwendet. Und Satan bekommt daraufhin die ausdrückliche Erlaubnis Gottes, Hiob auf die Probe zu stellen. Auf diese Lösung kann Hiob beim besten Willen nicht durch eigenes Nachdenken kommen. Und selbst für uns, die wir diesen Hintergrund kennen, bleiben ja jede Menge Fragen offen. Ist der Satan denn nicht der Feind, der vernichtet wird?
den Jesus wie ein Blitz vom Himmel hinabfallen sah? Wieso taucht er dann da im himmlischen Thronsaal auf und kann mit Gott verhandeln? Und warum lässt sich Gott überhaupt auf diese Sache ein? Diese Fragen werden nicht beantwortet. Auch am Ende der Geschichte nicht, als Gott selbst das Wort ergreift und zu Hiob spricht. In dieser letzten Rede spielt der Satan gar keine Rolle mehr. Das geht dann nur noch um die unbegreifliche Macht Gottes. Immerhin hat das Buch sowas wie ein Happy End. Hiob erhält seinen Besitz zurück. Er wird sogar doppelt so reich wie vorher. Ihm werden neue Kinder geboren und er darf ein langes, glückliches Leben führen. Nur so als Idee. Vielleicht deutet sich in der Geschichte Hiobs eine Parallele zu Jesus an. Vielleicht ist der Gedanke, der da im Hintergrund mitschwingt, der, dass das Leiden dieses Unschuldigen den Teufel seiner Macht beraubt. Ich meine, er hat ja seine Wette verloren und darum hat er zukünftig die Klappe zu halten. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Im Grunde geht es uns genauso wie Hiob. Wir wissen zwar mehr als er, aber auch uns wird zugemutet, dass wir im Letzten keine Erklärung bekommen. Die Frage nach dem Warum wird nicht beantwortet. Und auch wenn wir selbst zu leiden haben, geht es uns so. Die Frage nach dem Warum wird nicht beantwortet. Darum ist es auch eine gefährliche Frage, so menschlich sie auch ist. Wir sind nun mal Wesen, die Sinn suchen, die verstehen wollen. Aber Frieden können wir erst finden, wenn wir die Frage nach dem Warum loslassen und durch schlichtes Vertrauen ersetzen. Ich weiß es nicht, aber du weißt es. Es gibt ein schönes Lied aus dem Gemeinschaftsliederbuch, das diese Haltung auf den Punkt bringt. Das will ich euch jetzt singen und danach geht es weiter. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und nach dem Warum durch schlichtes Vertrauen ersetzen. Auch Hiob macht es so, denn er sagt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen.
Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Mein Erlöser lebt. Gottes Zorn wird nicht siegen über mich. Ich weiß nicht, warum er so an mir handelt, aber daran halte ich trotz allem fest. Mein Erlöser lebt. Und es wird dir, mein zorniger Gott, nicht gelingen, mich vom Glauben an dich abzubringen. Wow! Was für eine Haltung! Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sagt Hiob. Mitten in seinem Leiden und Klagen hält er ohne einen Schatten des Zweifels daran fest. Ich weiß es, sagt er. Nicht, ich hoffe es, ich glaube es, ich könnte mir vorstellen. Ich weiß es. Es ist eine Tatsache für mich. Und obwohl das Buch Hiob lange Zeit vor Christus entstanden ist, erscheint für uns Christen Jesus in diesen Zeilen. Jesus, von dem wir glauben, dass er unser Erlöser ist. Jesus, von dem wir glauben, dass er uns einst von den Toten auferwecken wird. Jesus, von dem wir glauben, dass er uns von unseren Sünden befreit. Jesus, unser Herr und Heiland, durch den wir am Ende Gott schauen dürfen. Und dann hören alle Fragen auf. Hier auf Erden leben wir, wie Paulus das so schön ausgedrückt hat, im Glauben, nicht im Schauen. Wir können Gott nicht sehen. Wir haben keinen letzten Beweis dafür, dass er wirklich existiert. Wir haben nur unseren Glauben. Und wenn es gut läuft, dann führt dieser Glaube dazu, dass wir Gott auch erleben. In den vielen kleinen und großen Wundern unseres Alltags, in Gebetserhörungen, im Lesen der Bibel, da können wir uns Gott nahe fühlen. Aber sehen können wir ihn nicht. Und es kann uns jederzeit wie Hiob gehen, dass wir in Situationen geraten, die unseren Glauben schier erdrücken, dass uns alles zwischen den Fingern zerrinnt, was uns so sicher schien. Doch auch unser Erlöser lebt. Und am Ende wird alles gut sein. Am Ende werden uns keine Fragen mehr quälen. Am Ende werden wir Gott mit eigenen Augen schauen. Und wenn es uns dann noch interessiert, werden wir vielleicht auch erkennen, wozu das eine oder andere in unserem Leben gut gewesen ist. Denn eins dürfen wir wissen, der Vater im Himmel, der in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist und sein Leben für uns hingegeben hat, der liebt uns und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Amen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Folgendes ist bekannt zu geben. Wir haben Abschied genommen von Beatrix Anderson, die im Alter von 41 Jahren nach langer, schwerer Krankheit aus diesem Leben abgerufen wurde. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir glauben, dass du lebst und dass du unser Erlöser bist. Und wir glauben daran, dass du auch Beatrix Anderson erlöst hast. Wir bitten dich um deinen Trost für alle, die um sie trauern, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen neue Kraft gibst, dass du ihnen hilfst, einen neuen Anfang zu finden in ihrem Leben. Wir bitten dich, Herr, für alle, die leiden müssen und die mit der Frage nach dem Warum kämpfen, dass du ihnen Zuversicht und Vertrauen schenkst, dass du sie dennoch lieb hast und dennoch in deiner Hand hältst. Wir bitten dich für die Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, die schon so lange an ihrer Leistungsgrenze sind durch den Coronavirus. Bitte stärke sie, gib ihnen jeden Tag neue Energie und Kraft. Wir bitten dich, Herr, dass es vorangeht mit den Impfungen in unserem Land, dass sich das nicht im Dschungel der Bürokratie verheddert, sondern dass die Menschen Schritt für Schritt geimpft werden können und dass diese Pandemie dann endlich ein Ende findet. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Herr, lass uns füreinander lieben, einander lieben, wie du liebst, und mach uns fähig zu vergeben, wie du uns täglich neu vergibst. Sei du Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. So Gott will, können wir am kommenden Sonntag hier Präsenzgottesdienst feiern. Wir haben gesagt, wenn die Inzidenz um 50 rum stabil bleibt und nicht deutlich drüber steigt, dann wagen wir es. Guckt einfach auf unsere Internetseite, da steht das dann drauf. Und wir bitten um Voranmeldung für den Gottesdienst, damit wir die Plätze vorab verteilen können. Bleibt gesund. Tschüss.